Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 15, Beer Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partian LP. Falls irgendwer sagt, hey, der hört sich irgendwie anders an, das stimmt, ich spiele jetzt mit meinem neuen Gaming-Headset mit dem Beyerdynamic MMX 300. Kann sein, dass ich das Mikrofon noch nicht wirklich gut eingestellt habe, dass es zu laut ist, dass man Hintergrundgeräusche hört. Ich weiß es eben nicht, aber auf jeden Fall, ich habe es erst vor 20 Minuten ausgepackt und wollte es direkt mal ausprobieren. Und was eignet sich da nicht besser als FIFA 15, auf das ihr natürlich immer wieder wartet und das ich immer wieder liefere? Wir stehen wieder in der Startformation, ist nicht selbstverständlich für uns. Das hat schon ganz anders ausgesehen, das sah ganz schlecht aus. Schon ein paar Mal nicht im Kader dabei. Da hat ein anderer Torhüter immer die Chance bekommen. Jetzt sind wir wieder dran. Ob das der Mannschaft gut tut und Vertrauen schenkt, dass da der Tormann immer wieder gewechselt wird, weil auch Lloris wurde immer wieder ausgetauscht. Ist ja nicht so, dass der Stammkeeper war. Es wurden insgesamt schon 4 Torhüter in der Saison eingesetzt, in der Liga, im Pokal, egal wo. Und ich denke, dieses Konzept sollte ihm nicht ganz gut aufgehen, weil keiner der Torhüter, ich muss auch zugeben, auch ich nicht, konnten so wirklich überzeugen. Ich nicht in der Form meines Lebens. Kann sein, dass der Wechsel von 1860 auf die Insel mich ein bisschen überfordert hat, aber man wächst ja mit seiner Aufgabe, hoffentlich. Und ich hoffe, das wird ein Tor. Nee, der Kopfball nochmal abgewehrt und jetzt nach vorne. Southampton, ja, die Überraschungsmannschaft immer wieder in England. Irgendwie bringen die immer eine tolle Mannschaft zusammen, obwohl sie immer wieder die Spieler verkaufen müssen, weil die Topclubs die holen. Ein ehemaliger österreichischer Bundesligaspieler ist auch dabei bei Southampton, natürlich von Red Bull Salzburg dorthin gewechselt. Sadio Mané, ein richtig guter Flügelspieler, hat schon ein paar Tore geschossen für Southampton. Ja, schauen wir mal, was macht Soldado? Ah, der Pass durch die Mitte nochmal abgefangen von der Verteidigung bei Southampton. Pele oder Pele, wie auch immer. Oh, guter Einsatz. Wo war da ein Foulspiel? Das war aber wirklich nur Ball gespielt. Klein mit dem Freistoß. Und jetzt. Oh, was für eine Parade. Was für eine Parade. Da kommt der Stürmer ganz frei zum Schuss. Aber wir bewegen uns gut mit, kommen schnell runter und kratzen den knapp vor der Linie nochmal weg. Wehren ihn in die Mitte ab, hatten Glück, dass da nicht nochmal der Abstauber stand. Aber gut. Erste große Chance, Southampton. Ist ja nicht so, dass wir nach vorne noch nicht gekommen wären. Jetzt wieder zum Beispiel über Eriksen. Der muss sie nochmal nach außen bringen. Und Lennon mit der komplett schlechten Flanke. Hier Sadio Mané. Der Dribbelkünstler bei Southampton. Und der Ball geht von dieser Position nach außen und es gibt Eckball. Tadic, ein kopfballstarker Spieler auch, tritt aber die Ecke. Boah, abgeblockt wieder und die nächste Ecke. Nächste Chance über den Standard für Southampton. Da dachte ich, dass ich rankomme, aber doch nochmal zurückgezogen. Da liegt ein gegnerischer Spieler, hat sich anscheinend verletzt. Das Spiel wird nicht unterbrochen vom Schiedsrichter und auch die Mitspieler
bringen ihn nicht ins Aus. Kein Abseits und gut gegrätscht. Ball gespielt, kein Problem. Capoe. Und jetzt ist da die rechte Seite frei. Lennon spielt ihn nochmal zurück, hat da keine Chance gesehen und jetzt mal für uns die Chance, über die Ecke da was reinzubringen. Eriksen tritt diese. Und Forster hat die schon abgefangen. Oh, bringt ihn nochmal über die Linie, aber kein Abnehmer gefunden. Bertrand. Ah, was will er? Kommt mehr Druck. Jetzt steht er komplett unter Druck und er muss ihn ins Ausspielen. Flanke, Schuss und Klein nochmal dazwischen. Natürlich nimmt er den nochmal und mit den Diamanten kann er ihn nochmal zur Seite abwehren. Und der geht nicht rein. Der kommt da so frei. Schaut mal, wo der steht und der kriegt den nicht rein. Kabul. Boah, da wird er sich ärgern. Also, das war Großchance Nummer 1 für uns. Auf jeden Fall. Der wird zu lange bei nassem Wetter natürlich auch schneller, sobald er aufkommt. Auch der Tormann bei Southampton Forster. Exzellenter Schlussmann. Aber jetzt müssen wir drauf achten. Davies. Nach außen nochmal. Und diese Angriffschance schon mal vorbei. Aber sie bauen eine neue auf. Diesmal über die Mitte. Versucht ihn durchzulassen. Aber damit hat die Verteidigung von den Spurs schon gerechnet, aber der passt dann doch zu weit. Abgefangen? Nein, nicht abgefangen. Ein bisschen flotteres Spiel als die letzten Spiele. Und Pelé versucht es direkt, aber dem rutscht der Ball über die Fußsohle. Manuel Neuer, ja, Welttorhüter und könnte sogar die begehrte Trophäe bekommen als weltbester Spieler. 1-0 Southampton. So frei darf der nicht rankommen. Ich habe noch versucht, diesen Ball, der nochmal zurückkam. Ja, selbst wenn ich da mitgelaufen wäre, den hätte ich nicht mehr bekommen. War vielleicht ein Fehler von mir, kann man sagen, ja. Fuck. Momentan bin ich auch selber nicht in Form. Keine Ahnung warum, also bei 1860 München lief doch alles besser in der deutschen Bundesliga. Soldado und Forster hat den besseren Tag erwischt, wie ich. Traumparade. Und auch die Ecke wieder mühelos abgefangen, kein Problem.
Und mit diesem 1-0 Rückstand, den ja sich die Verteidigung aber auch zugute schreiben kann, gehen wir in die Kabine. Also die Saison bei Tottenham ist ja eigentlich zu vergessen, oder momentan? Soldado. Paulinho, der macht das zu langsam. Lennon auf die Seite. Gut gespielt nochmal nach hinten. Ekoto und wieder Forster. Also der hält die Mannschaft im Spiel gerade, dass sie da nicht den Ausgleich kassieren. Was war das für eine Ecke? Katastrophe. Und auch Katastrophen Laufpass. Und Chadley war da im Abseits. Oh. Ärgert euch das auch? Mich schon. Richtig bitter einfach. Das ist eben der Fehler, wenn man auf dem rechten Analogstick ist. Das ist ein richtiger Amateurfehler, den ich gemacht habe, wo jeder einen auslacht, aber mir ist es eben passiert. Ja. Aber wie sich auch die Vordermannschaft anstellt. Katastrophe, sah ich nur. Hätte ich mir gern geschnappt, wegen der Bewertung. Wahrscheinlich stehen wir auch im nächsten Spiel wieder nicht in der Startformation. Könnte ich mir gut vorstellen. Und da wollte er mich auf dem Kurzen erwischen. Ich war schon nämlich in Richtung langes Eck unterwegs. Das hat er sogar gesehen. Der gegnerische Schlingel. Ja, Soldado angespielt, getroffen. Hat aber zum Offensivspiel nichts beigetragen gerade. Den hätte auch wieder nach vorne bringen können. Schlechter Pass. Tadic verteidigt da hinten mit. Der Offensivmann von Southampton. Und da läuft Pelle ran. Flanke. Geklärt. Und diesmal Kabul, der auch schon die Chance aufs 1-0 hatte. Eigentlich die todsichere Chance. Verteidigt da den Ball wenigstens gut. Auch das, also die Bälle nach vorne, die funktionieren bei Tottenham auch nicht. Es ist ja nicht so, dass wir Tore bekommen. Wir schießen auch kaum welche. Und der ging ja auch wieder meilenweit vorbei von Paulinho. Jetzt auch mal Offensivkraft ausgewechselt. Adebayor für Soldado und Wanyama rein für Davis bei Southampton, bei den Gästen. Ja, Adebayor setzt da deinen Körper ein. Und dann kommt sowas raus. Also der Pass direkt zum Gegner. Sowas darf in dieser Phase nicht passieren. Das muss man ruhiger spielen. Man braucht mehr Ballsicherheit. Das verunsichert einen einfach. Das ist es ja. Auch der eigentlich schlecht gespielt. Glück gehabt, dass der nochmal ankommt. Und wieder schlechter Schuss. Ich glaube, es war sogar wieder Paulinho. Mit seinen Weitschüssen nicht erfolgreich. Zieht die nicht mal aufs Tor. Zieht die nur auf die Tribüne.
Tadic richtig bemüht in dieser Partie. Und das ist meiner. Ah, den wollte ich in Lauf spielen, aber der kommt nicht an. Wir wollen auch offensiv nichts, kommt mir vor. Also eine Stürmerspitze und dann ein Offensiver da hinten und mehr steht da nicht. Ist natürlich problematisch, wenn man da noch ein Tor schießen will. Und der geht über die Latte. Ich kann auch kein Signal geben. Ich bin auch nicht der zuverlässigste Tormann eben. Das Vertrauen schwindet natürlich. Die Verunsicherung steigt dadurch. Funktioniert nicht alles so, wie ich will. Und jetzt ist er offen. Rodriguez, der ist, glaube ich, frisch dabei. Jedenfalls wäre er mir vorher nicht aufgefallen, verletzter Spieler. Fällt da unglücklich aufs Schlüsselbein. Jetzt auch. Oh, Wanyama, der ist gerade reingekommen. Das ist bitter. Neu im Spiel für ihn ist jetzt Lamella. Nee, Lamella ist bei uns für Chadley drinnen. Und Yoshida. Jetzt bei Southampton. Wenigstens die 6,1er Bewertung. Mal über 6 gekommen. Das ist wichtig. Für den Durchschnitt nämlich. Also wir enttäuschen die Fans gerade in Anbelang. Das gibt es nicht. Mané darf auch gerade schalten und walten, wie er will. Auch Rodriguez wird nicht attackiert. Erst jetzt, wo er zum Laufen anfängt. Ah, die merken natürlich, dass sie das Spiel gewinnen werden, möglicherweise. Dass wir eigentlich da wenig Chancen hatten. Die Schüsse, die aufs Tor kamen. Natürlich von Forster richtig gut gehalten. Aber richtig gefährlich, dass man sagt, oh, harter Schuss. Ging doch relativ gut haltbar zum Tormann. Auch Lennon, Yoshida da, selbst die Ersatzspieler, die eigentlich nicht spielen sollten, klären das einfach souverän gegen diese harmlosen Offensivattacken von uns. 4 Minuten gibt es noch obendrauf. Ich stehe wieder falsch und das Spiel ist vorbei. Das Trauerspiel geht weiter mit uns bei den Tottenham Hotspurs. 1-0 verloren. Da geht's momentan bergab. Aber wir stehen trotzdem noch in der Startformation. Das nächste Mal nochmal gegen den stärkeren Gegner, gegen Manchester City. Wir sind auf dem Gesamtplatz 11, 8 Punkte, Tordifferenz 0. Zu den internationalen Plätzen klafft schon ein Loch von 5 Punkten. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Euer Patrian LP. Tschüss Leute.